That's part of a cook and good for the rest of our lives. Oh, so viele Gewürze. Alles meins. Ich. Ja, genau. Ah, Ninja-Rolle. Was ist das? Was? Bitte. Der Misch ist mein Ninja. Donny, heute machen wir dich fertig. Lass die Spiele beginnen. Angriff! Den mach ich fertig. Johnny, du Schwein! Das glaube ich nicht. Fuß! Fleisch! Hallo Leute, es ist mal wieder Krustenbraten-Time. Und ich muss dieses Ding hier mal testen. Haben sie mir zugeschickt. Irgend so ein WLAN-Lümmel. Inkbird. Packen wir gleich mal aus, aber erstmal den Braten, würde ich sagen. Und los geht's. Na, dann nehmen wir uns erstmal ein schönes Gewürz. Pommes-Salz. Das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Naja. Ihr werdet später sehen, das ist ein bisschen fail hier. Am besten ihr nehmt einfach Salz. Ich wollte es mal mit dem Pommes-Salz ausprobieren, weil das auch geil in den Frikadellen war letztens. Tja, aber die Kruste ist nicht so gut geworden, würde ich schon mal vorweg spoilern. Egal, weiter geht's. Reggie Rob ran hier. Ja. Schön einmassieren hier gleich hier. So. Oh, sieht schon gut aus hier. Ordentliche Ladung drauf wimsen. So. Ja. Das macht Spaß. Boys and Girls, genau. So. Ja, hier noch ein kleines Tüpfelchen. Jetzt Mocho-Wocho-Time. Ja genau, der Krustenbrat mit Mocho-Wocho-Gewürz. Süßchen fürs Höschen, meine ich. Einfach alles reintun hier. Drei Paprikas. So. Knoblauch. Hinein damit. So. Noch Challah hier. So. Da geht vielleicht noch einer, ne? Mit Olivenöl, Schuss hinterher ballern. So, und jetzt hier noch ein bisschen Weißweinessig, ein Spritzer, noch Paprikapulver, ne? Genau, reinfeuern. Und dann hier ein bisschen Kreuzkümmel, kleine Prise. Dazu noch ein bisschen Salz. Ja. Und dann den Mixer anwerfen, genau. Ja, man muss ein bisschen da drücken gleich hier. Ja. Drückt noch ein bisschen oben rein hier, bis das Ding da eine schöne Soße ergibt. So wie hier. Und dann ist auch schon fertig. Könnt ihr sofort essen. So einfach geht das Söschen ohne Aufkochen. Frisch gemacht. Ich fülle es erstmal ab hier. Für später. So. Nom 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 nom. So, bin hier gerade bei Alex Kid. Ja, Location hier. So. Kohle zünden hier. Ist noch ein bisschen alter drin. Macht nichts. Links und rechts. Indirect Heat in der Mitte auslassen. So, ein bisschen zur Seite packen hier. Bauer Woodchips rein hier. Die Whiskyfässer von Onkel Johnny. Und dann geht er drauf. Und hier, jetzt probiere ich ja dieses Thermometer mit diesem Gummiding da dran. Ja, das werde ich glaube ich irgendwann mal abreißen, die Silikon. Aber egal, Krustenbraten drauf. So. Und dann zack, hier ein Thermometer rein. Gleich der Live-Test hier. So, bleibt da stecken, Junge. So, Deckel schließen hier. Ja, geht drauf, du Lümmel. Hier eins und zwei. Kann man da reinpieksen. Na los, mach hinne. So, zack. Ja, und jetzt zeigt er hier zwei Temperaturen an. Einmal der Grill hier, einmal der Krustenbraten. Ein bisschen einregeln hier. Smoke ganz gut. Ja. So, WLAN-Test hier, Handy daneben. Zack. Funktioniert. Jetzt braucht er nur guten WLAN-Empfang im Garten. So, da ist er auch schon. Ja, die Kruste ist ein bisschen, ja, wie ich schon gesagt habe, nicht so geil geworden. Aber egal. Runter damit, Baby. Ja, nächstes Mal nehme ich wieder Salz. Also, Freunde, kein Pommes-Gewürzsalz nehmen
um das oben auf die Kruste zu ballern. Ich dachte, es wäre geil, aber irgendwie sieht das ohne Kruste schon besser aus. Oh, ich sieg mal an. Aber das Fleisch ist auf jeden Fall gut geworden. So, ich sieg mal hier ein bisschen vorher hier. Oh yeah, Baby. So. Krustomat 5000. Krustenbraten ist immer geil, Freunde. Natürlich am geilsten mit einer geilen Kruste. Leider habe ich sie hier verbockt. Aber ich glaube, ihr nehmt es mir nicht übel. Aus Zeitmangel konnte ich den nicht nochmal neu machen. Und jetzt gibt es ein bisschen Sößchen oben drüber. Sieht aus wie so ein Blutklecks. Und dann kann man sich ihn reinballern. Krustenbraten mit Mojo, Royo oder wie auch immer es heißt. Rezept wieder unten in der Infobox. Okay, die Kruste hat nicht richtig gezündet. Es lag wohl am Pommesgewürz, das ist wirklich nur für Pommes. Ich hab's einfach mal für die Fans getestet. So, raus damit. Sehen wir uns hier mal sowas hier. Sieht gut aus, ab in den Hals. Also die Soße zündet richtig gut durch. Na komm, ich brauch noch mehr. Sonst ist das kein richtiger Probierer hier. Komm zu Daddy. Na los, mein Freund. So geht's auch. Na, jetzt komm schon ein. Rein damit. Das Fleisch. Die Soße. Einfach der Knaller. Die Kruste war nicht gut. Aber der Rest war gut. Ich hab's mal versucht, aber naja, ihr seht. Ja gut, ein bisschen knusprig ist es schon, aber eher dunklomat. Und das soll es ja eigentlich nicht sein. Also ne, bleibt lieber bei Salz. Salzomat. Ach, sieht aus wie ein Massaker. Aber geil, Freunde. So, Boys and Girls, ballert euch rein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, trotz kleinem Krustenfehl. Und seid mir nicht böse. Und lasst den Daumen nach oben brennen. Bis bald, meine Freunde. Zündomat 3000. Und zum Thermometer, da werde ich nochmal drauf zurückkommen. Kleines Fazit gibt's demnächst auch noch dafür.